Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben in der letzten Folge etwas für die kauzige Grata gemacht. Und heute wollen wir nochmal ein wenig runtergehen und zwar diese Nebenquest hier unten machen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Wenn die jetzt wieder so ähnlich ist wie bei der anderen Nebenquest nach dem Motto, ich habe jemanden verloren, kannst du ihn wiederfinden und da jetzt nichts Großartiges kommt, dann werden wir uns auf jeden Fall der Hauptquest zuwenden. Ich mache hier mal direkt schon mal ein Fähnchen hin, damit wir auch in etwa wissen, wo das Ganze ist. Das heißt, ich muss mich dann hier drüber begeben, so wie es aussieht. Komm, lauf. Hallo, Warzenschwein. Ich weiß. Ich bin es nur. Rom! Oh. Hier ist Dolara, deine Schwester. Der Gegner hat mich im Visier. Das stimmt. Okay. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Kannst du mich hören? Ach so, okay. Beutel ist voll. Ja, gut. Also gut ist es nicht, aber okay, dann müssen wir das halt da lassen. In die Richtung müssen wir weiter. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen Holz. Bitte, hier ist Dolara! Ja, ist ja gut. Wenn ich dich sogar höre hier durch den halben Wald durch, dann hört dich auch der Brom. So, jetzt muss ich sie allerdings noch finden. Hier hört das Häkchen jetzt... Nee, das ist links von mir, hä? Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Die Frage ist, wo bist du? Bist du da oben drauf? Hallöchen, Mädel. Nee, sie soll eigentlich auf der anderen Seite sein. Aber hier komme ich nicht hoch. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch, ne? Oh, halt, Moment. Da war doch was. Da ist auch noch was. Wenn ich jetzt wüsste, wohin. Ach, da. Rom! Hier ist Dolara, deine Schwester! Hi! Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber... Ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach drei weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut.
Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Rom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Okay, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie deswegen so am Brüllen ist, weil sie hier oben ist, weil ich denke mal, die können da wohl nicht hochklettern. Die Frage ist jetzt, ich muss wahrscheinlich darum. Theoretisch, praktisch haben wir keine Ahnung, wo ich hin muss, laut Karte. Ja. Das ist doch toll. Springen wir mal einfach hier runter. Da ist nur Rede mit Ross drin. Dass ich hier bin, ist auch logisch. Ach, Moment. Ach, da ist das Lager. Ah, okay. Dann zur Kante fallen lassen. Ja, so richtig zur Kante fallen lassen war das jetzt nicht, aber egal. Das ist die Strecke. Können wir auch direkt noch was von mitnehmen. Jetzt habe ich mein Fähnchen oben nicht mehr in der Karte drin. Oh, das ist doch ein bisschen blöd gemacht. Aber das ist auf jeden Fall hier den Weg, den ich nehmen muss. Okay, ich glaube, das sind die Plünderer, wo ich gerade bin. Kann das sein? Plünderarenal, ja. Okay, dann schleichen wir hier doch mal so ein bisschen durch. Die bleiben da hinten, das ist schön. Haben wir hier noch irgendwas? Also wir haben ja noch Holz, das ja, aber wir haben ja keine Gegner, so wie es aussieht. Okay. So, die Ecke kommt mir hier so bekannt vor. Da war ich ja ganz am Anfang schon mal. Da muss ich jetzt auf die andere Seite rüber, ne? Genau. Da war ich ja ganz am Anfang schon mal, wo ich mit der kleinen Eloy hier rumgelaufen bin. Nein, du sollst dich runterlassen. Du sollst nicht da hochspringen. So, das habe ich im Übrigen aber nicht alles gezeigt, weil da bin ich wirklich nur sinnlos in der Gegend rumgelaufen. Hab ich mich jetzt erschrocken. Okay, da oben sind auch welche. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Ja. Ich muss aber da oben rum. Die sind, denke ich mal, direkt in seinem Lager drin, oder? Ja, das sieht so aus.
Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Geh ein bisschen weiter, ich möchte dich gerne von hinten angreifen. Oder so. Oh, das wird eine lange Sache. Danke. Oh, da ist noch einer, scheiße. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Na komm. Och Leute, ernsthaft? Ihr sollt euch noch hier bewegen. Also beziehungsweise du sollst dich noch hier bewegen. Ja, weiter. 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 Und dann werde ich assassinenmäßig angreifen. Geht doch. So. Ich glaube, sonst ist hier kein Wächter mehr, oder? Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Ach, das ist dieses Lager, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum hier keiner aufzufinden ist, obwohl das immer so aussah, als ob hier einer wohnt. Haha. Jetzt weiß ich endlich mal, was es damit auf sich hat. So, untersuche das Lager. Ja, was soll ich denn noch untersuchen hier? Ja, halt, da war gerade was. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Okay. Und welche? Kann man das irgendwie scannen? Spur markieren. Ups, nein, das wollte ich nicht. Aber so komme ich auch aus. Das ist in Ordnung. So, Moment. Hier oben. Ach, können wir doch mal unsere Fertigkeiten auch mal einsetzen bei so einem Einsatz. Wem gehört dieses Messer? Nein, 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 nein. Bleib doch mal stehen. Guck doch mal dahin. Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Spur markieren. Nein! Oh! Mann, wieso drücke ich eigentlich immer diese dämliche Taste? Ich verstehe es nicht. Damit ich dann da runterrolle, wie so ein Blöd. Kann ich hier hoch? Kommt die da noch hoch? Ja, ich kann hier hoch, aber das bringt mir nichts. Na toll. Na gut. Da sind wir hochgelaufen, ne? Oh, es ist alles Mist hier, ehrlich. So, Moment. Hier war doch... Genau, da war doch jetzt das Messer. So, und jetzt springst du bitte nicht mehr mit einem... mit einer Ausweichrolle darunter. Sondern folgst bitte einfach nur der Spur. So. Sollen wahrscheinlich die Blutflecken sein. Ein Eimer. Ein Eimer? Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Das Blut ins Lager gebracht, hä? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ja, der ist hier rumgelaufen. Und ist wahrscheinlich da links runter und ist dann hier rum. So. Hier sind wir auch schon überall gewesen mit der Kleinen. Nachdem das ja so verbuggt war und... oder besser gesagt, ich bin hier gewesen. Ihr habt es ja nicht mitbekommen. Und hier konnte ich zum Beispiel nicht hoch, weil da konnte man mit dem Mädchen nicht hochspringen. Ich glaube, das war hier. Oder kam ich hier noch hoch? Da bin ich mir nicht sicher. Da war der Übergang. Nee, ich glaube, hier konnte ich nicht mehr. So, mal eben schauen. Kann man sich hier verstecken?
hinten rum. Okay. Oh, da ist noch einer. Mann, geh runter. Dieses Mal nicht, Schätzchen. Oh, da ist noch ein dritter oben, okay. Nein, ich war das doch gar nicht. Da hinten geht aber auch die Spur weiter. Also ist das nicht so schlimm. Oh, wo willst du hin? Rechts oder links? Okay, der geht da hinten hin, dann kann ich ja hier hingehen. So, hier gehen die Spuren weiter. Dam-di-dam-di-dam. Hi, Wildschwein. Hi, Fuchs. Schauen. Wir müssen da hoch. Da ist noch was zum Mitnehmen. Sehr schön. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Untersuche den Schrein. Okay? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Okay, das ist schon irgendwie seltsam. Questmenü soll ich öffnen. Warum auch immer. Der Vergessene. Folge den Spuren. Ja, warum soll ich deswegen jetzt das Questmenü öffnen? Seid ihr denn doof? So. Da geht es hoch. Angeblich zum Stamm, aber ich sehe hier gerade was anderes. Das sind nämlich Plünderer unterwegs. Die sind nicht so toll. Die Spuren gehen aber auch darunter. Was haben diese Plünderer denn da? Erledige die Plünderer. Ah, okay. Ja. Das war jetzt nicht so gemacht, wie es gedacht war. Ja, komm. Soll jetzt ein bisschen höher kommen. Ach, ihr seid doof, ihr seid langweilig. Hinten ist noch ein Wächter. Der die ganze Zeit wie blöd, also der Plünderer ist wie blöd am Scannen hier. Aber der eine scheint hier auch gar nicht hinzuwollen. Na gut. Okay, ich glaube, der hat jetzt ein paar mehr bestellt. Da ist ein Wildschwein. Entdeckt.
So. Also der scannt anscheinend nicht mich. Das ist schon mal gut. Rede mit Rost. Wieso rede mit Rost? Achso, ich muss den Plünderer ja erstmal. Ich habe den falschen gerade. Schnee und Nebel. Arm gemacht. Achso, das ist schon. Okay. Ja, und nu, jetzt steht hier nichts mehr drin. Die Spur endet hier. Jetzt habe ich nur noch Rede mit Rost. Die Spitze des Speers in den Fußstapfen. Der Vergessene. Achso, ich muss beide Plünderer erledigen. Okay, okay, okay. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Kommst du zu mir? Rotes Licht bedeutet Ärger. Das war die falsche Taste. Die wollte ich nicht gedrückt haben. Komm zu mir. Na komm. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge. Das ist zwar eine scheiß Perspektive. Du sollst dich in den Reihen rollen? Hallo? Was machst du denn? So war das jetzt aber nicht gedacht. Du solltest um den rum, also durch den durchrollen sozusagen, nicht in den reinrollen und dann stoppen. Mann, 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 Mann. Das üben wir jetzt aber noch mal ein bisschen. Okay, nimm das Heilkraut. Los, nimm das Heilkraut. Geht doch, braves Mädchen. So, ich habe jetzt aber trotzdem immer noch das Problem, dass ich mit der Quest jetzt hier irgendwie nicht weiterkomme. Weil ich habe jetzt beide Plünderer erledigt. Moment. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, 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 ich habe schon verstanden. Untersuche was. Wenn es Brom ist er sehr geschickt mit dem Speer. Okay. Schauen wir mal hier oben weiter nach. Dich nehmen wir auch noch schnell mit. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Hallo, ich will die untersuchen. Komm. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Wer hat denn gesagt, dass es Brom war? Mädel, ernsthaft jetzt. Da geht es unten weiter, ne? So. Da ist auch nochmal ein Sack oder irgendwas. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Schnellreisepaket, Inventar? Och nein, ne? Wie mache ich mein Inventar jetzt leer? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, wir haben jetzt hier irgendwas. Ich weiß nicht genau, was... Oh, ne, das war die falsche Taste. Nein, die war das. Wieso habe ich da 10 von verbraucht? Obwohl ich die überhaupt gar nicht gebraucht habe. Aber mein Inventar ist immer noch voll. Oh, so ein Mist. Jetzt habe ich ein einziges Mal ein Schnellreisepaket. Nein. Och Mann, wo ist mein Inventar? Das ist zum Schießen. Ich habe kein Inventar mehr. Ich muss ohne Inventar weitergehen. Okay.
Ich kann mein Inventar irgendwie nur beim Verkaufen machen. Ja, das ist scheiße. Ich würde sagen... Ach, jetzt kann ich noch nicht mal durch... Nee, da will ich aber den Wegpunkt nicht setzen. Hallo? Ich will den hier hinsetzen, wo ich jetzt bin. So, Wegpunkt. Oh, das ist ein Mist. Ich hoffe, ich finde das jetzt noch wieder. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo ich bin, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oder sind wir jetzt bei der... Nee, wir sind jetzt nicht wieder bei der Anfangsposition hier, oder? Du musst das schwören! Verdammt! Okay, wir versprich sind nicht bei der Anfangsposition. Wo hoch? Wohin? Versprich mir, dass ich ihr nicht wehtun muss. Hi. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja. So wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Okay. Ja, irgendwie ist er eine Gefahr für andere, ne? Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Ja, wir haben eine bemerkenswerte Belohnungskiste erhalten und der Vergessene haben wir abgeschlossen. Ich hoffe, bevor das Spiel wieder abstürzt, kann ich jetzt gleich nochmal schnell speichern, wobei er hier eigentlich automatisch gespeichert haben müsste. Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich verabschiede mich für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir auf jeden Fall, wie die Hauptquest weitergeht. Dann reden wir wieder mit Rost. Bis dann. Ciao.